Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und möchte mich gerne entschuldigen für die Verspätung. Wir hatten eine Stunde Weg von Krenzlin und einen ganz intensiven Tag hinter uns. Ich habe nämlich bei der Planung des Terminkalenders sind irgendwie zwei wichtige Ereignisse. Eines davon für mich jetzt ist dieser heutige Abendvortrag und ein anderes war eine tagesfüllende, intensive Veranstaltung. Haben sich erst in meinem Terminkalender vereinigt zu einem Tag, nämlich dem 1. März. Und da ließ sich also da auch nichts mehr verschieben. Und deswegen haben wir versucht, beides unter einen Hut zu kriegen. Und bin froh, dass ich jetzt hier bin und so viele liebe bekannte Gesichter sehe und auch einige neue Gesichter. Freue mich sehr darüber, weil das ist heute ein Thema, das nicht nur mich betrifft, wahrscheinlich, sondern jeden Einzelnen von uns betrifft. Und ja, es ist für mich ein besonderer Tag. Mir ist eigentlich klar geworden, dass diese Vortragsreihe jetzt schon seit 10 Jahren geht. Ich habe mal darüber reflektiert und die ersten Vorträge, die wir noch im Haus der Demokratie und Menschenrechte zu dieser Vortragsreihe von alten Kulturen lernen hatten, die fanden noch statt, als wir noch in der Nähe von Dresden in der Sächsischen Schweiz lebten. Und meine Tochter war gerade geboren und ich fuhr dann die ersten Vorträge immer von noch hinter Dresden hier nach Berlin und wieder zurück. Und dann kurze Zeit später, Ende 2006, sind wir dann nach Berlin gezogen. Also es ist wirklich 10 Jahre hierher, 10 Jahre finden diese Vorträge statt. Und ist jemand schon seit 10 Jahren dabei? Ich glaube, dass tatsächlich, wow. Über ein Dutzend von euch, die ihr seit 10 Jahren ganz ja, so mit mir diesen Weg zusammen gehen. Und ich habe so darüber nachgedacht, auch was bedeutet das eigentlich auch für mich? Irgendwann habe ich mich auch gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ne? Man muss sich ja auch alles mal hinterfragen. So bestimmte Dinge macht man aus Gewohnheit. Man gibt seit 10 Jahren immer den gleichen Vortrag, könnte ja auch sein. Oder nicht? Und dann, warum mache ich das eigentlich? Und ja, es ist immer ein guter Zeitpunkt, mich auch diese Dinge zu fragen. Ich bin gerade 50 geworden, mach jetzt seit 10 Jahren diese Vorträge. Hier sitzen einige Menschen, also zwei fallen mir sofort auf, mit denen ich seit ziemlich genau 30 Jahren verbunden bin auf meinem spirituellen Weg. Und da sitzt Satchinandan Swami, der heute auch im Rahmen dieses Vortrags etwas zu dem Thema Tod und Sterben sagen wird, aus seiner spirituellen Perspektive als Mönch, Tribhanga, der auch häufig zu diesen Vorträgen kommt, Timothy, mit dem ich auch schon seit 30 Jahren verbunden bin. Und vor 20 Jahren haben wir die Vedenakademie gegründet. Also irgendwie sind so viele runde Zahlen. Und da habe ich dann einfach mal drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich für mich, dass ich regelmäßig so im Moment 6-mal im Jahr, manchmal 8-mal im Jahr, diese Vorträge gebe. Und ich habe eben gesehen, für mich hat das auch so eine lebensbegleitende Bedeutung. Hier kann ich endlich mal über die Dinge sprechen, die mich wirklich bewegen und die mich auch im Moment bewegen. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Ich bereite selten so einen Vortrag wie hier vor. Und auch die Themen dieser Vorträge, die kommen meistens so spontan. Früher war es die Irmela, die sagte, ach, wir brauchen wieder Themen und zwar heute gleich für das nächste halbe Jahr, damit wir das schnell machen können. Und das war immer auch so ein spontaner Prozess, dass diese Themen dort sich so entwickelt haben. Und es war mir eben auch immer wichtig, dass ich spontan über die Dinge sprechen kann, die mich wirklich bewegen. Und das ist auch für mich so eine innere Reflexion. Also ich hätte jetzt fast etwas selbstversunken gesagt, das sind für mich so eine Art Selbstgespräche. Ja, so eine Art innerer, aktiver Dialog, ne, mit euch, irgendwie wissend, dass ihr und ich nicht wirklich verschieden voneinander sind. Dass ihr alle verschiedene Perspektiven seid, jeder in seiner Perspektive in dieser Welt, aber dass da so eine tiefere innere Verbundenheit auch ist, sodass ich durchaus mich hier hinstellen kann und sage, natürlich spreche ich mit euch, das ist mir total wichtig, auch reinzufühlen, was kann ich vielleicht auch an Inhalten geben,
jemand anderen, aber gleichzeitig ist es ein Dialog, vielleicht zwischen uns. Und das finde ich schön und jetzt auch zu sehen, da sind seit 10 Jahren so viele dabei, die immer wieder auch an diesem Dialog teilhaben. Also ich habe auf jeden Fall vieles gelernt und mir sind viele interessante Einfälle genau in diesen Vorträgen gekommen, die ich dann im Nachhinein erst überdenken wollte. Und deswegen mag man das mir auch mal verzeihen, dass hier dann mal auf der Seite auch Dinge stehen, die vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mal was revidieren musste im Sinne, oh, das war ja total falsch. Aber ich sehe eine Entwicklung. Nicht? Und es war ja auch zum Beispiel eine Entwicklung, wo auch nicht jeder mitgehen konnte. Und also auch ganz bewusst von mir gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Gerade das Thema heute. Ja, also mir ist aufgefallen, ich wähle dieses Thema immer wieder. Wir hatten vor 2 Jahren und 2014 auch das Thema Tod, habe ich total vergessen. Nicht? Aber ich habe es neulich in YouTube wiedergefunden. Der Vortrag steht in YouTube. Zum Glück in so schlechter Aufnahmequalität, dass man kaum Wort versteht. Man muss sich also sehr konzentrieren und wird das nicht 1,5 Stunden schaffen. Aber wir hatten dieses Thema schon mal wieder. Und es ist für mich wieder eine schöne Gelegenheit, reinzuspüren, was das eigentlich für mich bedeutet, dieses Thema. Und da bin ich heute Morgen beim Trainieren auf dem Crosstrainer. Also das ist für mich nicht so einfach, auf einen Crosstrainer zu laufen. Ich nehme mir das jeden Tag vor, 40 Minuten, weil ich weiß, Bewegung ist gut. Nicht nur im Flugzeug oder im Auto, sondern so richtig selber bewegen. Und da habe ich einen tollen Crosstrainer. Aber alles, was körperliche, monotone Tätigkeiten sind, langweilt mich zu Tode. Ich muss also dabei etwas bewegte Bilder sehen. Ein Film oder irgendetwas. Die einzige Belohnung, die mich dazu bringt, das zu tun. Und da hatte ich heute einen amerikanischen Film gesehen aus einer Serie und da war so ein Politiker, so der Prototyp eines Machtpolitikers und der hat so was richtig Interessantes gesagt. Das hat mich also richtig auf den heutigen Vortrag vorbereitet. Und zwar sagte er, warte mal, er sagt, er hasst die gegenüber 2 Notwendigkeiten im Leben hat er eine extreme Abneigung. Nämlich gegenüber der Notwendigkeit zu schlafen und der Notwendigkeit zu sterben. Weil beides verdammt einen Mann dazu, untätig zu sein. Das fand ich interessant, weil es bringt setzt zwei Dinge miteinander in Beziehung, nämlich den Tod und den Schlaf. Und der Schlaf, von dem sind wir ja alle jetzt nur noch wenige Stunden entfernt. Da passiert das, hoffentlich. Wir schlafen wieder. Eine Nacht oder in Berlin schläft man vielleicht nicht so viel. Bei uns in Grenzlin ein bisschen besser und ein bisschen ruhiger. Aber davon sind wir nicht weit entfernt. Und der Tod, der ist noch ein Stückchen weiter für die meisten von uns entfernt. Aber man weiß es ja nicht. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht einschätzen können. Wir legen uns bewusst hin und können dann hoffentlich einschlafen. So, und auf der anderen Seite, so dieser Prototyp eines Machtpolitikers, eines manipulativen Menschen, der nichts mehr hasst, als dazu verurteilt zu sein, untätig zu sein. Also nicht mehr handeln können, nicht mehr manipulieren können und etwas anderem ausgesetzt zu sein. Wie wenn wir einschlafen. Und wir wissen ja, da ist noch eine Aktivität, wenn wir schlafen, wenn wir träumen zum Beispiel, aber diese Aktivität steht nicht mehr unter unserer Kontrolle. Wir können es nicht mehr willentlich beeinflussen. Wir mögen versuchen, Luizid zu träumen oder so etwas, aber darum geht es nicht. Wir kommen in einen Bereich hinein, wo wir diesen Modus, mit dem wir durchs Leben gehen, ich bin hier der Handelnde, ich bin hier aktiv, mein Wille geschehe, wo das eben nicht mehr funktioniert. Funktioniert nicht mehr im Schlaf und funktioniert nicht mehr im Tod. Und man sagt ja, wenn jemand stirbt, sagt man ja auch, er ist friedlich, hoffentlich friedlich entschlafen. Also das Symbol des Schlafes und das Symbol des Todes sind da schon eng miteinander verbunden. Und das Schöne beim Schlaf ist, dass man ja immer die berechtigte Hoffnung hat, wieder aufzuwachen. Insofern ist dieses Bild, das ich immer sehr gerne zeichne, in Anlehnung an das Zitat von Carl Gustav Jung, der sagte, das darf also heute auch nicht fehlen, dieses Zitat, das Leben ist eine kurze Episode zwischen 2 Geheimnissen, die in Wirklichkeit eines sind. Diese kurze Episode
des Lebens zwischen zwei Geheimnissen, die in Wirklichkeit eines sind. Und damit meint er Geburt und Tod. Als wirklich zwei Geheimnisse, und ich werde dieses Geheimnis heute definitiv nicht lüften können. Ich glaube, keiner kann das Geheimnis des Lebens, des Todes lüften. Denn der Tod ist etwas, eine absolute Negation zunächst einmal für uns. Es gibt sehr viele Geschichten, die man über den Tod, Theorien, Modelle, die man über den Tod erzählen könnte. Es gibt Menschen, die werden sich hier hinstellen und sagen, ich weiß genau, was passiert, wenn jemand stirbt, weil da steht ja im Garuda Purana wird das beschrieben oder es hat jemand gechannelt oder es gibt Theorien dazu. Ich habe mich gerade wieder jetzt mit auch vedischen Beschreibungen geschehen beschäftigt, die genau beschreiben, wie man den Körper verlässt, wie man dann zwischen Geburt und der nächsten Wiedergeburt sich bewegt, was alles passiert. Aber ich glaube, all diese Beschreibungen, wenn wir sie lesen können, dem Tod dieses Geheimnisvolle, dieses letztendliche Geheimnis nicht nehmen. Das bleibt. Aber dieses Geheimnis bedeutet, ich lasse dieses Symbol erstmal so stehen, das Symbol des Lebens, über das ich schon viel gesprochen habe, mit den beiden Lebenshälften, sozusagen dem aufsteigenden Ast und dem absteigenden Ast. Der aufsteigende Ast ist eben der Ast unseres Lebens, die erste Lebenshälfte, in der wir uns entwickeln in dieser Welt, in der wir was erreichen und irgendwann zum Höhepunkt unseres Lebens gelangen und irgendwann dann spüren, dass hier der Höhepunkt überschritten ist und das Leben auf ein anderes Ziel zustrebt. Mir ist das genau in dem letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten so gegangen. Ich habe mich noch vor ungefähr anderthalb Jahren auf dem aufsteigenden Ast gesehen und bin jetzt ganz glücklich, auf dem absteigenden Ast zu sein. Das ist eine Symbolik, nicht, wo man vielleicht sein Gesicht nicht mehr gen Himmel richtet, sondern auch vielleicht mal nach unten, ohne sich dafür zu schämen. Also dieses Verständnis, das Ziel, was ich jetzt habe, ist nicht mehr Erfolg oder mehr irgendetwas, sondern das ist der Tod. Und dem auch etwas abzugewinnen. Denn wenn man das nicht tut, vielleicht noch mit 77 hier nach was immer strebt in dieser Welt, nach Erfolg, dann kann das ganz schön eng werden. Das kann dann auch ganz schön blöd aussehen. Also der Tod als ein Stück auch Ziel, und natürlich, ich habe mir dann diese Frage gestellt, was bedeutet Tod für mich eigentlich? Ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren, habe ich mal dem Time Waver, das ist so ein etwas mystisches Informationsfeldsystem, das ich entwickelt habe, diese Frage gestellt, wie komme ich eigentlich im Leben weiter? Ich war irgendwo so an so einem Punkt, wo ich nicht genau wusste, wie ich so mit den Themen meines Lebens umgehen sollte. Und ich habe eine ganz einfache Antwort bekommen. Der Timewerfer sagte, überwinde die Angst vor dem Tod. Und das war so ein Impuls, wo ich anfing, mich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen wieder. Aber es ist wieder verblasst. Und jetzt in der Reflexion in der letzten Woche ist mir das nochmal so aufgefallen. Ich denke, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich wirklich Angst vor dem Tod? Und ich habe festgestellt, ich habe gar keine Angst vor dem Tod. Wer von euch hat Angst vor dem Tod? Ist auch eine private Frage, aber ihr dürft, ja? Wer von euch hat keine Angst vor dem Tod? Das sind mehr. Ich würde jetzt auch meinen Finger heben, aber wenn ich dann so drüber nachdenke, sage ich, naja, du hast vor so vielen Dingen Angst, aber vom Tod nicht. Das ist ja merkwürdig. Und deswegen habe ich diese Frage für mich umformuliert. Überwinde die Angst vor dem Tod ist vielleicht gar nicht die richtige Aufforderung, sondern ich habe es im Englischen formuliert, weil ich es im Gespräch mit jemandem drauf gekommen bin, der Englisch spricht. Face your fear of death. Also nicht gleich überwinden, das ist typisch männlich. Man will es ja gleich überwinden, da ist es und da kein Problem, wäre ich mit fertig, wäre ja noch schöner, sondern überhaupt erstmal face your fear of death. Das hat, ich habe für mich selber festgestellt, vielleicht bist du noch gar nicht so tief gegangen, dass du diese Angst vor dem Tod überhaupt gefunden hast. Also mir geht es darum, heute
Ich werde euch auch gleich noch vielleicht was intellektuell Anregendes erzählen. Kein Problem. Und ein tolles Diagramm habe ich auch vor, aber mal sehen, ob das zum Thema passt. Es geht mir eher darum, zu schauen, mal reinzufühlen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich mit dem Tod beschäftige? Was passiert da in mir? Ne? So viele haben gesagt, sie haben keine Angst. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Stufe, aber ist das wirklich so? Oder haben wir vielleicht diesen Kontakt noch gar nicht so aufgenommen, was das eigentlich für uns bedeutet? Was bedeutet das Thema Tod für uns? Einfach diesem Thema mal unsere bewusste Energie zufließen zu lassen und schauen, was das mit uns macht, was da in uns passiert, was da in uns hochkommt. Das wird jetzt hier nicht so gelingen, dafür braucht man ein bisschen Zeit für sich. Ich habe das mal gemacht und habe gesehen, so in erster Hinsicht, hatte jetzt noch nicht so viel Zeit dafür, oh ja, ne, das sollte ich mehr machen. Also, Mysterium Tod, und das wird ein Mysterium bleiben, auch nach diesem Vortrag. Es wird ein Geheimnis bleiben, aber es ist ein Geheimnis, das sich unglaublich lohnt, damit zu beschäftigen. Denn der Tod ist so für uns etwas Letztendliches. Wir haben zwar unsere Theorien, danach geht alles weiter, und Tod gibt es nicht, so hieß ja, glaube ich, sogar dieser Vortrag. Tod gibt es nicht, naja, das ist ein problematischer Titel. Tod gibt es nicht, also Tod gibt es. Aber was bedeutet es für uns? Was bedeutet der Tod für uns und welche Chance steht da drin? Und alle Theorien, die es über den Tod, über das Nachleben nach dem Tod, also das Weiterleben nach dem Tod gibt und wie das genau aussieht, wo die Seele dahin geht oder wohin nicht und so weiter, sind erstmal Theorien. Beschreibungen, die wir in Religionen finden, von Leuten, die sagen, ich war schon mal tot, ich bin zurückgekommen, dann war er wahrscheinlich noch nicht tot. Also diese Nahtodeserfahrung, die Menschen sind ja nicht wirklich gestorben. Oder Menschen, die Reinkarnation, also in der Reinkarnationsforschung, die ja eine ganz ernsthafte Forschung ist, Ian Stevenson und jetzt auch viele andere, die in die Richtung gegangen sind und das aufgeschrieben haben, die Zehntausende von Menschen interviewt haben, die sich daran erinnern, viele Kinder dabei, dass sie schon mal irgendwo gelebt haben. Nichts davon ist ein Beweis dafür, dass die tatsächlich gelebt haben. Es gibt diesen Beweis nicht. Das kann man auf tausend andere Art und Weisen erklären. Kann man über Informationsfelder erklären zum Beispiel. Ja, Informationsfelder sind mein Hauptthema. Gar nicht schwer zu erklären, dass wenn jemand stirbt, dass sein Informationsfeld immer noch da ist und ein anderer Mensch, ein junger Mensch, sich damit identifiziert. Also ich möchte hier einfach nur in diesem Moment die Illusion nehmen, dass irgendein tolles theoretisches Modell, Erklärungsmodell, Forschungsergebnisse, Erfahrung anderer, die euch was erzählen, dass die irgendwie helfen könnten, dieses Mysterium Tod in irgendeiner Weise zu lüften. Es bleibt unser persönliches Mysterium und wir müssen herausfinden, was das für uns bedeutet. Welche Chance in dieser Beschäftigung mit dem Thema Tod tatsächlich für uns besteht. Weil sonst ist die Gefahr, dass man sagt, okay, ich habe ein Modell, ich habe einen Glauben, wie das alles ist, ich habe eine wissenschaftliche Untersuchung dazu gelesen, jemand hat mir erzählt, was passiert und sagen, okay, jetzt weiß ich das, ich habe da keine Angst vor. Ist ja nicht schlimm oder ist schlimm oder was auch immer. So, das ist ein ganz persönliches Thema und es ist eine ganz persönliche Chance. Und ich denke, dass die Konfrontation mit dem Tod, die Konfrontation mit dem Teil von uns ist, der wir jetzt nicht sind. Und das ist eine Symbolik, die ich gefunden habe in meiner Beschäftigung mit einem Werk von Marie-Louise von Franz, das heißt Tod und Traum. Ich hatte das schon mal empfohlen, also für jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigen möchte. Es ist ein wunderschönes Werk, Tod und Traum, was uns die Träume Sterbender sagen. Und dort hat Marie-Louise von Franz aus ihrer psychoanalytischen Praxis sich mit Tausenden von Träumen von Menschen beschäftigt, die dann tatsächlich gestorben sind. Das wusste sie natürlich noch nicht, als sie die Träume gesehen hat, weil der Mensch lebte. Einige dieser Menschen waren vielleicht krank, sodass es absehbar war, dass sie sterben werden. Aber andere standen mitten im Leben und machten einfach Psychoanalyse, weil sie Partnerschaftsprobleme hatten, weil sie dachten,
ist doch toll, sowas zu machen oder was auch immer. Und starben anderthalb Jahre später spontan durch einen Autounfall. Konnte wirklich keiner wissen. Oder durch einen Herzinfarkt. Konnte man auch nicht wissen. Und trotzdem konnte sie sehen, dass bei allen Menschen, die später sterben würden, in den Träumen sich das Sterben vorbereitete. Das heißt, der Tod reitete. Und das ist natürlich eine ganz spannende Erkenntnis. Denn in den Träumen spricht das Unbewusste. Es kommt also aus der Tiefe von uns selber, was in den Träumen erscheint. Und es weist darauf hin, dass unser Unbewusstes, dass das weiß, dass und wann wir sterben werden. Das ist eine totale Erkenntnis. Deswegen hat C.G. Jung, der Lehrer von Marie-Louise von Franz, gesagt, das Unbewusste hat eine Art absolutes Wissen. Und dieses absolute Wissen ist eben kein empirisches Wissen, sondern es ist absolut. Kein Mensch weiß, wo das herkommt. Es ist einfach da und es ist raum- und zeitlos. Und weil es raum- und zeitlos ist, kann es auch jetzt schon wissen, was in anderthalb Jahren passiert. Weil dieses Jetzt schon gilt für das Unbewusste nicht. Also da ist eine Ebene tief in uns, die ist raum- und zeitlos. Und wenn man das weiterdenkt, da ist irgendwo eine Tiefe in uns, die ist jenseits von Raum und Zeit. Wenn sie raum- und zeitlos ist, dann ist sie wahrscheinlich auch todlos. Und das ist eine ganz begeisternde Erkenntnis natürlich, die daraus folgt. Das ist nämlich der zweite Aspekt. Das Unbewusste weiß nicht nur, dass wir sterben, weiß unter Umständen auch, dass wir in Kürze sterben, aber es macht gar kein großes Aufhebens darum. Könnte jetzt in Panik verfallen, ja, wie wenn mir jetzt jemand sagen würde, muss dann und dann sterben und weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, ich weiß es nicht. Einige verfallen in Panik, in Torschlusspanik, habe ich alles schon erlebt. Andere versuchen, ihre Sachen zu regeln. Und das Unbewusste macht kein großes Aufhebens drum. Das ist nicht irgendwie etwas Bedrohliches. Ja, wenn das Unbewusste dieses absolute Wissen hat und weiß, ja, da ist der Tod, da ist alles vorbei, könnte es auch anders reagieren. Tut es nicht. Nur das macht kein großes Aufhebens drum. Aber es bereitet den Menschen innerlich darauf vor. Das heißt, diese Träume helfen dem Sterbenden auf der einen Seite, sich zum Beispiel loszulösen vom Körper. Das ist ein ganz wichtiges Motiv, ja, wo der Körper teilweise in den Träumen als der Kadaver eines toten Pferdes erscheint, von dem man absteigen muss. Man kann dann versuchen, das weiterzureiten, aber das ist nicht wirklich zielführend. Besser ist es zu verstehen, es ist jetzt man trennt sich davon, also der Reiter trennt sich vom Pferd. Ein anderes Motiv, das das Unbewusste sehr gerne gibt in Träumen, ist das der Vegetation. Also ein ganzer Wald, der abbrennt und es ist eine fürchterliche Trockenheit und Dürre und plötzlich sprießen kleine Pflanzen aus dieser Dürre heraus. Und das, die Vegetation, die sich nicht unterkriegen lässt. Das neue Leben, das auch entsteht, wenn alles verbrannt ist. Das ist auch ein Motiv, das immer wieder kommt. Also es bereitet uns darauf vor, zu zeigen, dieser Körper ist ein Vehikel, trenn dich, sei auch bereit, dich unabhängig davon zu bewegen. Das zeigt aber auch, der Tod ist schon auf der einen Seite ein radikaler Kahlschlag, aber das Leben, das sprießt weiter, das lebt weiter. Also das ist eine wichtige Lehre, die das unbewusst in den Träumen vermitteln möchte und den Sterbenden oder potenziell Sterbenden eben darauf vorbereitet. Es kommt aber noch eine ganz andere starke Symbolik. Also was dort geschieht, häufig sind es ein Jahr oder anderthalb Jahre, in denen das schon vorbereitet wird. So eine typische Zeit kann auch ein halbes Jahr sein, nicht? Je nachdem, wie viel Zeit auch jemand braucht, ist, dass wir durch diese Impulse, die wir dadurch bekommen aus dem Unbewussten, dass es darum geht, im Leben noch das zum Leben hinzuzunehmen, was noch dazugehört, zu einem vollständigen Leben. Dass unser Leben in eine Vollständigkeit kommt. Dass unsere Erfahrung, unsere menschliche Erfahrung in diesem Leben rund wird. Ja, also, dass wir, wenn wir gehen müssen, sagen können, wenn wir diesen Impulsen gegangen sind, ich habe dieses Leben ganz und gar gelebt. Das ist also ein Motiv, das sich dort auch in Symbolen immer wieder darstellt, nämlich diese Vervollständigung, dieses ganz zu werden. Und das drückt sich dann auf den Punkt gebrachten Symbolik dadurch aus, dass der Tod selber in diesen Träumen erscheint als ein Symbol
der Vereinigung. Zum Beispiel, der Tod erscheint in diesen Träumen immer wieder als eine Umarmung. Für einen Mann vielleicht durch eine wunderschöne Frau. Also eine Umarmung, die auch immer dazu, zu dem Ausgleich der Gegensätze führt. Deswegen wird der Tod, also ein Symbol für den Tod ist die Hochzeit, die Todeshochzeit. Das ist ein schönes Symbol. Es ist die Vervollständigung und es ist das Aufheben der Gegensätze in einer höheren Ganzheit. Das ist eigentlich das stärkste Symbol, das der Tod tut. Der Tod führt zu dieser Aufhebung der Gegensätze. Er ist der Punkt, wo der Tag und die Nacht ineinander übergehen und damit der Konflikt zwischen dem Licht und der Dunkelheit auch in einen Ausgleich kommen, in eine Ganzheit hineinführen. Und das ist eigentlich sehr ermutigend. So, das sind alles diese Botschaften, die Marie-Louise von Franz aus den Träumen von Tausenden von Sterbenden, aus ihrer eigenen Praxis, aber auch aus der Beschreibung von anderen Analytikern herausgelesen hat und die uns einen deutlichen Hinweis geben. Für mich sind diese beiden Begriffe Tod und das Unbewusste ganz eng miteinander verbunden. Denn der Tod ist ja eigentlich der Tod des Bewusstseins. Unser nach außen gerichtetes Wahrnehmen und Handeln kommt zu einem Ende. Genau wie Einschlafen. Und deswegen ist diese Symbolik von Schlafen und Einschlafen und Sterben eben auch sicherlich ein sinnvoller Zusammenhang. Ich habe mich in den letzten Jahren diesbezüglich mit einem sehr, sehr interessanten Werk beschäftigt. Und darüber möchte ich heute auch noch sprechen. Und ist das das tibetische Totenbuch. Das Bado Tödol, ich kann das nicht so gut aussprechen, wie die Tibeter das aussprechen würden. Und dieses tibetische Totenbuch, das ist, ich glaube, 1927 das erste Mal übersetzt worden ins Englische. Ich glaube sogar erst ins Deutsche. Ich bin mir da ganz sicher, erst ins Englische. Und hat damals einen sehr großen Einfluss auf viele Denker dieser Zeit ausgeübt. Das ist ein Buch aus dem tibetischen Buddhismus, von dem man ja weiß, er ist sehr mystisch, er ist sehr tantrisch orientiert. Das ist also kein rein philosophischer, sondern ein sehr stark auf Erfahrung des Unbewussten, des Mystischen basierende Tradition, in der der Buddhismus mit einer alten Volksreligion oder Mystik zusammengekommen ist und deswegen eben ganz, ganz besonders interessant. Und in diesem Bardo Tödol, in diesem geht es um das Bardo, irgendwo um die Jenseitserfahrung, um die Erfahrung dieses Bereiches zwischen Geburt und Tod oder zwischen Tod und Geburt, eingebettet in die buddhistische Philosophie der Reinkarnation. Im Buddhismus geht man ja davon aus, dass diese Linie des Lebens jetzt unterhalb der Wasseroberfläche, der Bewusstseinsoberfläche weitergeht und dann wieder mündet in das nächste Geheimnis, und man dann wieder irgendwann oberhalb der Wasseroberfläche wieder herauskommt und wieder in ein neues, bewusstes Leben hindurch zurückfindet. Den habe ich jetzt etwas höher gezeichnet. Und in diesem Buch geht es ganz und gar um diese Phase. Und diese Phase zwischen dem Tod und der Geburt, die wird dort als Bardo bezeichnet. Das ist diese Jenseitserfahrung, diese Erfahrung einer Reise, die uns letztlich dazu führt, wieder geboren zu werden. Das ist jetzt wieder ein Modell, also das Modell der Reinkarnation. Um das geht es mir hier nicht. Ich mag persönlich an Reinkarnation glauben oder nicht. Es gibt gute Gründe dafür. Es gibt aus meiner Sicht weniger Gründe dagegen, aber es ist nicht bewiesen. Und ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist für uns. Ich glaube nicht, dass diese Modelle für uns irgendeine wesentliche Bedeutung haben, wenn wir uns mit sich selber, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, mit der Bedeutung des Lebens und der Bedeutung des Todes. Wenn das wesentlich oder wichtig wäre, wäre es meiner Meinung nach ein Bestandteil des menschlichen Erfahrungsschatzes und das ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, sondern es ist wichtig, sich mit dieser anderen Seite von sich selber zu beschäftigen, mit dem, von dem man jetzt nichts weiß, mit dem Unbewussten, mit dem Teil der Persönlichkeit, die man nicht entwickelt hat. Oder mit Gott. Und dem ganz anderen. So, und deswegen finde ich das so interessant, weil dieser Text beschäftigt sich mit dieser Phase. Sozusagen
Das Spiegelbild des Lebens. Ich wäre fast versucht, das gar nicht hierhin zu zeichnen. Das ist ja schon wieder tendenziös, sondern da. Warum nicht so? Auch eine Möglichkeit. Als Spiegelbild, als Komplement zu unserem Leben. Ja. Fällt mir spontan ein. Warum nicht? Habe ich noch nie versucht. Das Leben und der Rückfluss, der zur Ganzheit führt. Der Tag und die Nacht. Oberhalb der Wasseroberfläche, unterhalb der Wasserfläche. Deswegen glaube ich, geht es im... Wie bitte? Hier? Ja, warum nicht? Machen wir es ganz vollständig. Das sind alles nur Bilder. Mir geht es um diese Vervollständigung und mit der Beschäftigung mit diesem Aspekt von uns in diesem Bardo Tödel. Und dort wird diese Zeit, die wird in drei Phasen unterteilt. Die haben tibetische Namen, die ich mir nicht gemerkt habe. Warte mal. Die heißen alle drei Bardo. Wir haben hier Chikai Bardo, dann haben wir Chönyit Bardo und dann haben wir Sitpa Bardo. Jetzt habe ich es mittlerweile mir gemerkt. Und es sind drei Phasen, durch die wir hier hindurchgehen auf dem Weg von der Geburt zum Tod. Oder vielleicht umgekehrt. Keine Ahnung. Und diese drei Phasen sind total interessant. Die erste Phase, durch die man nach dem tibetischen Totenbuch hindurchgeht, diese heißt Chikyai Bardo. Das ist der Sterbeprozess selber. Das wird laut diesem Werk erfahren als eine unglaubliche Befreiung. Eine Befreiung von dem Leid, den ganzen Eindrücken des Lebens. Eine Befreiung, die das Bewusstsein unglaublich erweitert, die in ein Licht hineinführt, geradezu in eine Art Transzendenzerfahrung. Der Sterbeprozess selber. Etwas, was mich sehr stark erinnert hat an die Beschreibung von Pim van Lommel, über den habe ich ja auch schon gesprochen beim letzten Mal, einen holländischen Forscher, mit dem ich vor 2 Jahren zusammen einen Kongress gestaltet habe, der die erste prospektive Studie zum Thema Nahtodeserfahrung gemacht hat. Und der hat über 400 Menschen unterm Messer gehabt, der war Herzchirurg, und am offenen Herzen operiert, die in einen Herzstillstand gekommen sind. Und über 400, 460 oder so. Und das Ganze war prospektiv. Das heißt, er hat sich irgendwann 1980, 84, 85 hingesetzt und hat gesagt, ich möchte diese Studie machen, aber nicht mit Menschen, denen in der Vergangenheit was passiert ist und die man dann fragt, wie war es denn, weil das ist wissenschaftlich problematisch. Die können sich nicht mehr erinnern. Man weiß nicht, ob die wirklich tot waren, also klinisch tot und so weiter und so fort. Sondern er wollte sich nur mit Menschen beschäftigen, die er selber, von denen er selber wusste, die waren klinisch tot, EEG, alles flat. Ja? Und die er sofort befragen konnte, nachdem sie aufgewacht sind auf der Narkose, nachdem er sie reanimiert hatte. Und die er dann, ganz wichtig, noch für mindestens 12 Jahre in ihrem Leben begleiten konnte. Weil er wollte wissen, was macht denn das mit einem Menschen? So, er hatte in dieser Zeit, die prospektive Studie lief, alles wissenschaftlich gut dokumentiert mit Kollegen und Professoren und so weiter. Und er hatte als Herzchirurg eine sehr gute Reputation. Über 460 Menschen, klinisch tot, am Herz operiert. Die klinischen Parameter, EEG, war alles eindeutig. Hier gab es keine Gehirnaktivität mehr. Und dann, nachdem sie reanimiert waren und wieder zu Bewusstsein kamen, hat er sie befragt nach ihren Erfahrungen. Und viele dieser Erfahrungen gingen genau in diese Richtung, nämlich die Erfahrung, wie er es nannte, von Unlimited Consciousness. Sein Buch heißt so. Unlimited Consciousness oder unbegrenztes Bewusstsein. Das heißt, diese Erfahrung, dass die Begrenztheit unseres Bewusstseins durch Körper, durch Sinne, durch ein Eingesperrtsein in einem Raum geradezu, in einem psychischen Raum, dass das aufgeweitet wird und in so eine Transzendenz- und Lichterfahrung übergeht. Sodass er geschlossen hat, das Bewusstsein ist erstens nichts, was mit dem Gehirn zusammenhängt, weil das Gehirn war tot. Es ist dadurch nicht letztendlich notwendigerweise bedingt. Und zweitens, das Bewusstsein
ist von seinem Wesen, wenn es nicht durch das Gehirn bedingt ist, unbegrenzt, unendlich. Nun, diese tolle Erfahrung hat er dort mitgenommen. Und was ihn besonders fasziniert hat, ist, dass die Menschen, nachdem sie zurückgekommen sind aus dieser Erfahrung, dass die häufig auch eine Vision hatten von ihrer Zukunft. Das heißt, die haben gesehen, was in ihrem Leben die nächsten Jahrzehnte passieren wird. Das hat er alles aufgeschrieben und dann verglichen mit dem, was tatsächlich passieren würde. Und das hat sich überraschend gedeckt. Also wieder so ein Hinweis auf dieses absolute Wissen in unserer Tiefe, das eine Art zeitlos ist und auch raumlos. Die Leute hatten in dieser Phase, diesem Übergang, dem Sterbeprozess, auch Wahrnehmungen, die über den Raum hinausgehen. Das heißt, die lagen da an ihrem Operationstisch mit nicht funktionsfähigen Augen und sahen Dinge, die sich im Krankenhaus an der Einlasspforte zutrugen. Konnten die plötzlich sehen, die konnten durch die Wände hindurchschauen, die konnten Gespräche hören. Zum Beispiel der eine, da hatte der Arzt hatte die Operation schon abgeschlossen. Der war schon auf dem Weg gerade aus dem Krankenhaus heraus und plötzlich ist der Patient in den Herzstillstand reingekommen. Und die nachbereitenden OP-Schwestern haben den Arzt sofort zurückgerufen und der hat dann noch als einen Ruf, hatte dann noch geflucht, weil er was anderes vorhatte und ist zurück. Und selbst dieses Fluchen konnte der Sterbende später, der nicht gestorben ist, wiedergeben. Also ganz diese mystische Erfahrung in diesem Sterbeprozess. Aber bestätigt also diese Erfahrung, unbegrenzten Bewusstsein, diese Transzendenzerfahrung, die laut diesem Bardo-Tödol eine ganz wichtige Rolle spielen, weil in dieser Phase, so sagen sie, hat der Sterbende, der ja nach Menschenermessen schon gestorben ist, in dieser Phase danach die Chance, aus der Illusion des Daseins herauszutreten. Das wird, je länger er wartet und dann in diese beiden anderen Phasen hineinkommt, immer schwieriger. Also hier hat er die Chance. Deswegen heißt es ja, soll der Lama dem Sterbenden oder dem gerade Gestorbenen sofort dieses Bardo-Tödol vorlesen. Weil wenn er das hört, wenn er noch in dieser Phase ist, hat er die Chance, das beim Worte zu nehmen und die Befreiung anzustreben. Sodass er nicht letztlich wieder in die obere Hälfte dieses Lebens hineingehen muss. Das ist die erste Phase, die Chikkhai Bardo benannt wird. Und jetzt heißt es weiter, wenn der Sterbende durch diese Phase hindurchgeht, kommt er in die zweite Phase. Das ist also der Sterbeprozess. Und die zweite Phase heißt der Traum der Illusionen. Und dieser Traum der Illusionen ist eine Konfrontation mit einer unglaublich komplexen Wirklichkeit in uns selber. Man begegnet dort allen Göttern und allen Dämonen, mehr oder weniger gleichzeitig. Und in diesem Widerspiel von verschiedensten Kräften und Energien, die auf uns wirken, hindurch, erfahren wir unser ganzes Leben noch einmal in einer Komplexität und in einer Verstrickung. Ja, und wenn man erstmal in diesen Bereich hineingegangen ist, wo man diese ganzen karmischen Illusionen, wie es dort heißt, nochmal sieht und aufarbeitet, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, sich dieser Illusion wieder zu entziehen. Also diese Phase hat so einen transzendenten, leichten Charakter, aus dem man auch, so sagt man dort eben, es vermeiden kann, in diese Phase hineinzugehen. Ich habe mir vielleicht sogar Notizen gemacht. Ich habe es mir angewohnt, in Bücher reinzuschreiben in letzter Zeit. Das ist unheimlich praktisch, weil ich immer gleich alles wieder vergesse, was ich lese. Was auch praktisch ist, so kann ich das Gute immer wieder lesen. Und jetzt habe ich es sogar gefunden. Das ist ein Kommentar vom Bardo-Tödol von C.G. Jung, den er kurze Zeit, nachdem er es gelesen hat, geschrieben haben. Genau, hier wird dieses Chenyi Bardo wird hier beschrieben. Oje, 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 oje. Also hier, wenn man da reinkommt, dann begegnet man erstmal dem Gott des Todes. Ja, der heißt in Indien Yamaraj, ich weiß nicht, wie er im Tibetischen heißt. Und der hat seine Helfer, die zerstückeln einen erstmal bei lebendigem Leibe. Klingt erstmal nicht so gut.
Aber dieses Zerstückeln hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Ups, die ist ein bisschen kaputt. Ich kann das auch ohne Brille lesen übrigens. Also dieses Zerstückeln ist eine Art Symbolik, nämlich wir werden auseinandergelegt. Wir werden auseinandergenommen. Also die verschiedenen Energien, Komplexe, die uns innerlich auch ausmachen, die werden einfach mal auseinandergelegt und können dann ja auch wieder zusammengefügt werden. Also Jung vergleicht das mit dem Prozess der Psychoanalyse, wo der Analysant auch erstmal auseinandergenommen wird, sodass sich die Konflikte konstellieren können, dass man überhaupt erstmal sieht, was sind da für Kräfte, was sind da für Energien da, um daraus überhaupt erstmal wie ein Ganzes machen zu können. Als nächstes kommt dann, also dann trifft man 58 Götter und dann kommen die Dämonen. Man kann sich fragen, was das in unserem Inneren sind, was repräsentieren diese Götter und die Dämonen. Und im nächsten Schritt kommen dann aber auch Lichtwesenheiten und zum Schluss natürlich die vier großen Buddhas. Und das ist ein Bereich, wo wir so mit der gesamten inneren Struktur der Wirklichkeit hier konfrontiert werden. Das ist der Chönyi-Bado. Durch den geht man schon fast wieder als so eine Art passiver Beobachter hindurch. Und wenn man dann an das Ende der zweiten Phase kommt, dann fängt an, plötzlich ein ganz starker Wind zu wehen. Und dieser Wind ist der Geburtswind. Das ist der karmische Wind, der uns letztlich einfach vorbereitet auf das nächste Ziel, nämlich die Geburt. Und diese Phase ist vor allem geprägt von sexuellen Fantasien. Das heißt, man sieht mehr und mehr die sexuelle Natur der Wirklichkeit, das Männliche und das Weibliche. Man bekommt immer mehr solche Visionen. Und das heißt, letztlich wird man in eine bestimmte Richtung gezogen, sodass man sich letztlich, wenn man sich wieder weiblich inkarnieren wird, dann verliebt man sich in einen Mann, der dann der Vater wird. Und man sucht sich eine Mutter, vor der man sich total ekelt und umgekehrt. Also ein bisschen drastisch beschrieben. Für ein Mädchen wäre es das Gleiche. Nee, warte mal, war das so? Das Mädchen, das verliebt sich in einen Mann, genau so war das. Und der Junge, der verliebt sich in eine Frau. So, es gibt sicherlich auch andere Konstellationen. Aber so wird es beschrieben, sodass man wieder ganz stark in diese stärkste Kraft dieser materiellen Energie, nämlich die sexuelle Anziehungskraft, hineinkommt und praktisch durch diese Kraft gezogen wird, wie durch einen Geburtswind, einen Geburtstrieb, sodass man wieder sich inkarniert in einem Mutterleib und dort dann irgendwann nach einer Zeit von 9 bis 10 Monaten wieder das Licht der Welt erblickt. Das sind diese drei Phasen, diese drei Bados, die dort beschrieben werden, in dieser Reihenfolge. Jung hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, interessant, aber er hat das Gefühl, man müsste das Pferd von hinten aufzäumen. Er hat gesagt, diesen Teil, den sehen wir in der Psychoanalyse. Und er hat sich vor allem damals mit Freud noch auseinandergesetzt, sozusagen seinem Mentor, der ja der Meinung war, dass das ganze menschliche Drama sich eigentlich auf der Ebene von sexueller Anziehung und Problematik bewegt. Und seine Schlussfolgerung war, dass wir diese innere Welt, die das Bado Tödol beschreibt, dass wir diese tatsächlich sehen und erfahren können, wenn wir einem Menschen helfen, in sein eigenes Inneres, in seine eigene innere Welt, in sein eigenes Unbewusstes vorzudringen. Und zwar, wenn wir das tun, kommen wir von hinten und nicht von dieser Seite. Das heißt, so, wenn wir jetzt mit unserem, dem uns im Moment nicht sichtbaren Aspekt unserer Persönlichkeit in Kontakt kommen, ist das nicht gleich eine transzendente Lichterfahrung, sondern es fängt hier an. Und das ist, was Freud in der Psychoanalyse gesehen hat. Er hat eigentlich nur sexuelle Themen gesehen, hat die ganze Wirklichkeit auf diesen Aspekt des Unbewussten zurückgeführt. Und weil er nun mal diese Prämisse hatte, dass das alles ist und ihm dieser starke Wind weht, ja, also dieser Geburtstrieb, den man auch zu spüren bekommt, wenn man in das Unbewusste eindringt, konnte er auch selbst hier nur in eine gewisse Tiefe eindringen.
Jung hat allerdings gesehen, dass in seinen Prozessen der Psychoanalyse die Menschen natürlich auch durch diese Phase hindurchgehen. Aber wenn sie durch diese Phase, durch sozusagen die äußerste Oberfläche des inneren psychischen Raumes hindurchgehen, dass sie dann hier irgendwann in die Phase 2 kommen, den Chönyit, spricht sich bestimmt noch anders aus, Chönyit Bardo. Nämlich diese Welt der großen karmischen Illusion, wo man den allen Göttern und allen Dämonen der Welt begegnet. Psychologisch ausgedrückt könnte man auch von den Komplexen sprechen. Das heißt, starken psychischen Energien in uns, die im Allgemeinen, wenn wir noch leben, nach außen projiziert sind. Deswegen kämpft man ja gegen die Windmühlen, gegen die Götter und gegen die Dämonen im Äußeren. Eine innere Wirklichkeit, die sichtbar werden in der Psychoanalyse bei einem Menschen, der durch diese oberflächliche Ebene mal hindurchgekommen ist. Und erst wenn man dort ganz hindurchgegangen ist, sieht man am Ende des Tunnels die Einheit, das Licht, die Weite des Bewusstseins, das von diesen karmischen Illusionen tatsächlich befreit ist. Und das fand ich eine ganz spannende Beobachtung, dass das, was der Bardo Tödöl ins Jenseits verlagert, praktisch nachdem wir gestorben sind, es nutzt uns ja jetzt nichts, hierhin, in einen Bereich, der uns im Moment gerade empirisch erstmal nicht zugänglich ist, also was sollen wir jetzt damit, dass das verlagert wird, nämlich genau hierhin, in den Bereich unseres Lebens, die grüne Strichlinie hier unten, die unser Leben unterhalb dieses Bodens begleitet, die in unserem Inneren immer da ist, unser Leben begleitet, die wir aber im Allgemeinen nicht zugänglich haben oder die wir uns nicht zugänglich machen oder dessen Zugangs wir uns eben nicht bedienen. Insofern also eine ganz spannende, ich habe das dann auch nochmal verglichen mit den Beschreibungen von Yogis. Ich habe nachgelesen in der Autobiografie von Paramahansa Yogananda, aber auch in den Texten. Ich habe jetzt nochmal das Buch von Gopi Krishna über Kundalini-Yoga gelesen. Also viele Yogis, die teilweise spontane Erfahrung von Kundalini oder von ihrer inneren psychischen Welt gemacht haben oder durch lange Yoga-Praxis unter der Leitung eines Guru zu diesen Erkenntnissen gekommen sind und muss wirklich sagen, man findet in den Beschreibungen der Yogis diese drei Phasen immer wieder. Ne? Diesen äußersten Bereich der Maya, der dazu führt, dass wir an die materielle Welt, dass wir sozusagen an die Geburt, an die Stofflichkeit gebunden werden, diesen großen Bereich der Illusion, durch den man hindurch muss, um letztlich auf diese Ebene, die von den Yogis als der Karana-Sharira, also als der astrale oder auch der kausale Körper bezeichnet wird, der in die Erfahrung des einen Geistes, des unbegrenzten Bewusstseins hineinführt. Das fand ich an diesem tibetischen Buch, Totenbuch, total spannend. Vielleicht ist das tibetische Totenbuch überhaupt keine Belehrung der Toten, sondern eine Belehrung der Lebenden. Es wird ja gesagt, man soll es den Toten vorlesen. Der Lama soll es den Toten vorlesen. Aber vielleicht sollen es die hören, die noch dabei sitzen und auf diese Weise in die Tiefe ihres eigenen Wesens eindringen können. Indem sie gerade in dieser Situation, in dem einer ihrer Liebsten von ihnen gegangen ist, in denen vielleicht der Mensch, den sie am meisten lieben, dem Tod überlassen wurde. In dieser Situation ist der Mensch vielleicht am empfänglichsten und er ist konfrontiert mit diesem großen Mysterium des Todes, das sein eigenes Mysterium ist, dass das Mysterium seines eigenen verborgenen Lebens ist, das Mysterium des anderen Teiles seiner Persönlichkeit, den er nicht bereit war zu leben bisher, weil er zu sehr mit diesem oberen Seite beschäftigt war, weil er es immer vermiesen hat, in die Dunkelheit der Nacht einzutreten und immer versucht hat, auf der lichten Seite des Tages zu bleiben. So in diesem Moment, wo man konfrontiert mit dem Tod eines anderen Menschen, konfrontiert mit dem eigenen Tod, so ganz offen ist, ist vielleicht die Belehrung des Gestorbenen eine Belehrung des Lebenden, die einen konfrontiert, die einem die Möglichkeit gibt, zu dieser eigenen inneren Welt schon zu Lebzeiten einen Zugang zu finden und letztlich zu verstehen, dass das wahre
Geheimnis, das wahre Mysterium, das der Tod darstellt, was die Hoffnung auf ein Jenseits darstellt, dass das tatsächlich in diesem Moment in uns vorhanden ist. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, mit dem, wenn ich mich darin vertiefe, ich mit dem tibetischen Totenbuch sehr viel mehr anfangen könnte, als wenn es einfach nur beschreiben würde, was nach dem Tod passiert. Sondern es beschreibt die Wirklichkeit, die ich jetzt in mir erleben kann, wenn ich nicht wie dieser Vice President in House of Cards, so heißt übrigens den Film, den ich heute Morgen beim Laufen gesehen habe, es ist etwas peinlich, aber ist nun mal so, und der sagt, oh, ich hasse die Idee, die Notwendigkeit zu schlafen, weil dann bin ich einfach nicht der Macher, ich bin nicht mehr der Manipulator, und wenn ich dann sterbe, wird das auch schwierig mit meinen Intrigen und mit meinem Handeln in dieser Welt, meinem der Handelnde und der Kontrollierende sein zu müssen. Ich verachte geradezu den Tod und den Schlaf und Menschen, die zu viel schlafen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, um niemals einen Zugang zu diesem tiefen Mysterium des Lebens zu finden. Ein kleines neues Diagramm habe ich ja heute schon gemalt. Aber ich habe in den letzten Vorträgen dazu immer mal wieder ein Bild gemalt. Ein Bild, das Gleiche, was ich hier zum Ausdruck gebracht habe, in einer etwas anderen Form an die Leinwand bringt. Und ich möchte dieses Bild gerne heute nochmal mit einem etwas anderen Schwerpunkt malen. Einige von euch werden euch erinnern. Und zwar, wisst ihr noch, wie viel Prozent des Eisberges oberhalb der Wasseroberfläche sind? Oberhalb? 80. Und oberhalb 20? Kann das jemand bestätigen, diese Zahl? Bitte? Ein Siebtel, genau. Das sind ungefähr ein Siebtel, genau. Das kommt hin, ein Siebtel. Wie viel Prozent sind das? 100 durch 7? Christian, du kannst das so gut Kopf rechnen. 100 durch 7, das sind 14%? Ja, ungefähr. Okay, 14% eines Eisberges sind oberhalb der Wasseroberfläche. Malen wir mal die Wasseroberfläche in blau. Ich muss sie allerdings diesmal ein bisschen tiefer malen, weil ich nach oben hin ein bisschen Platz brauche. Die Wasseroberfläche. Und jetzt den so. Das ist mein Eisberg mit ungefähr 14% oberhalb des Wassers. Und das, was wir oberhalb des Wassers haben, das ist unser bewusstes Ich. Also unser bewusster Geist. Ich schreibe einfach mal BG, der bewusste Geist. Und das Zentrum dieses bewussten Geistes ist unser Ich. Und es kommen überhaupt in diesem Bereich nur die Dinge hinein, die mit unserer Vorstellung von uns selber kompatibel sind. Alles, was mit der Vorstellung von uns selber nicht kompatibel ist, befindet sich dezenterweise unterhalb der Wasseroberfläche. Das ist das, was die Psychologen das Unbewusste nennen. Und wir sind nun mal nicht allein in der Welt, zum Glück. Hier gibt es andere Menschen, denen geht das genauso. Und in dieser Darstellung, dieser tendenziösen Darstellung, ist ja schon etwas angedeutet. Hier ist ein anderer bewusster Geist. Und hier auch, das sind meine Mitmenschen. Und wenn ich jetzt hier in die Tiefe gehe, unterhalb die Wasseroberfläche, gehe ich in die Tiefe meines eigenen inneren Raumes, meiner eigenen Psyche, meines eigenen Wesens. So, zunächst mal begegne ich dort an der Oberfläche allen möglichen Dingen, die ich vielleicht verdrängt habe,
die den Gegenpol zu meinem bewussten Leben bilden. Das ist das, was man in der tiefen Psychologie den Schatten bezeichnet. Das ist nur die Oberfläche. Der Schatten ist das Unbewusste selber, aber es ist zunächst einmal eine oberflächliche Vorstellung noch, weil es hat so etwas Negatives an sich, der Schatten. Ja, das ist das, was ich nicht brauche im Leben. Und das heißt, wenn man durch diesen Schatten hindurch kommt, dann wird dieses Wasser transparent und man sieht in der Tiefe zunächst einmal eine innere Persönlichkeit. Das ist das, was bei Jung sehr gerne auch als die Seele oder die Anima bezeichnet wird. Ich bezeichne das an dieser Stelle mal gerne mit als materielle Seele, um es jetzt von dem spirituellen Begriff zu unterscheiden. Das ist eine Art Personifikation des Unbewussten. Für den Mann ist es meistens eine weibliche Gestalt. Es kann auch für eine Frau eine weibliche Gestalt sein. Es kann aber für eine Frau eine männliche Gestalt sein. Dann würde man sie eher als Animus oder ihn eher als Animus bezeichnen. Sehr wichtig, das Unbewusste selber hat auch eine Art Bewusstsein. Das klingt etwas paradox. Ja, also es hat eine Autonomie. Das heißt, es begegnet uns wie eine selbstständige Persönlichkeit. Und wenn wir noch weiter in die Tiefe gehen, dann kommt es hier in einen Bereich, den Jung gerne den einen Geist genannt hat. Und dessen Zentrum ist das Selbst mit großem S. Und dieses Selbst hat er auch als Imago Dei, das heißt als das Ebenbild Gottes im Menschen bezeichnet. Das Selbst ist nicht einfach, ah ja, das bin ich selber, ja, ist ja schön. Sondern das ist Selbst im Sinne von das Göttliche in mir oder Gott in mir oder das Ebenbild Gottes in mir. Imago Dei. Und letztlich geht es im ganzen Leben um nichts anderes als die Beziehung zwischen dem kleinen Ich hier oben und dem großen Selbst da unten. Und es wirkt aus dieser Tiefe eine Anziehungskraft, über die wir uns zumeist nicht bewusst sind. Und diese Anziehungskraft, über die wir uns hier nicht bewusst sind, die letztlich von diesem Zentrum des einen Geistes ausgeht, diese Anziehungskraft wird im Allgemeinen projiziert nach außen wie alles, was nicht bewusst ist, und manifestiert sich dann in der Anziehungskraft der tausend Dinge um uns herum. Wir gehen ja hier in Beziehung in der Außenwelt mit anderen und auch mit Objekten. Das ist das, was man zum Beispiel im Indischen als Maya bezeichnet. Die Erscheinungswelt, die Welt der tausend Illusionen, und das ist im Allgemeinen eine Welt, die erzeugt wird aus den Projektionen, vor allem der oberen Ebenen unseres eigenen Unbewussten. Das heißt, das Netzwerk Mayas, das wäre an sich gar nicht so schlimm. Das sind Objekte, die an sich nicht viel zu bedeuten haben, aber sie bekommen dadurch für uns eine extreme Bedeutung, dass wir all das, was wir von uns selber innerlich nicht wissen, dort hinein projizieren. Und letztlich ist es die Aufladung durch das Selbst und die natürliche Anziehungskraft zwischen die das Selbst, die das Bild Gottes in uns auf uns ausübt, wenn sie nicht bewusst ist, die dazu führt, dass wir das Gleiche in den unendlichen Verstrickungen der Maya, der durch Projektion, das heißt innere Energie, aufgeladenen äußeren Welt. Die äußere Welt wäre überhaupt nicht das Problem, wenn wir sie nicht aufladen würden mit diesen Dingen, die uns selber gehören. Und deswegen sehen wir diese Dinge, die uns selber gehören, die unsere eigenen Energien sind, unsere eigenen Kräfte, unsere eigenen inneren Konflikte, die sehen wir hier draußen und tragen sozusagen ein Ersatzschauspiel hier draußen aus. Das ist diese Maya, das ist diese Welt der Verstrickung, die uns bindet in diese Oberflächlichkeit des bewussten Lebens und ihre Konflikte. So, das ist ein sehr schönes Bild, was ja auch zeigt, wenn ich hier in die Tiefe gehe, wird erstmal der Raum weiter. Ich meine, das ist suggestiv gemalt. Das beweist gar nichts, das ist einfach nur ein Bild, das ist, möchte ich dazu sagen. Und irgendwo kommt es zu einer Tiefe, nämlich an dieser Stelle, wo der Raum aufhört, rein individuell zu sein.
Hier bin ich ja immer noch, kann ich sagen, jetzt gehe ich mal immer tiefer in meine innere Welt, in meine Psyche, mein Unbewusstes, mein Unbewusstsein. Irgendwann kommen wir zu einer Ebene, wo ich merke, halt mal, stopp. Das ist vielleicht nicht nur mein Unbewusstes, das ist vielleicht dein Unbewusstes genauso. Vor allem, wenn wir das nicht so zweidimensional alles nebeneinander zeichnen, stellt euch mal vor, ich würde das hier alle Menschen, 8 Milliarden auf der Erde, können wir, glaube ich, die Tiere auch noch mit dazu nehmen und so weiter, die malen wir jetzt nicht nebeneinander, sondern auf einen großen Kreis oder auf eine große Kugel. Und in der Mitte ist dieser zentrale Punkt, das Zentrum des einen Geistes, den alle Lebewesen gemeinsam haben. Eine tiefen Ebene in uns, auf der wir alle eins sind. In der wir den einen Geist teilen. Obwohl wir auf der oberflächlichen Ebene des Bewusstseins Individuen sind, mit einem ganz individuellen Standpunkt. Hier oben sind wir nicht austauschbar. Da hat jeder sein eigenes Ich. Und das ist auch gut so. Und jeder hat seine eigene Perspektive und seine eigene Stellung im Ganzen und damit sein eigenes Dharma, seine eigene Berufung, seine eigene Aufgabe. Aber in dieser Tiefe sind wir tatsächlich eins. Wir haben Teil an dem einen Geist, der auf das eine Selbst bezogen ist. Ist ja nicht, ich habe ein Selbst und du hast ein Selbst und du hast ein Selbst und wir streiten uns hier oben und die Selbste, die streiten sich wahrscheinlich auch ab und zu. Nein, so ist es nicht, sondern dieses Selbst ist das eine Selbst im einen Geist, das mit dem bewussten Geist ständig kommuniziert. Entweder über Projektionen, wir leben das im Äußeren, oder in unserer Bemühung der Bewusstwerdung über diese Kräfte und diese Ebenen und Möglichkeiten, die in uns selber leben. Und dieses Bild führt dazu, dass wir hier oben so eine Art subjektive Psyche haben und hier unten das, was Jung die sogenannte objektive Psyche nannte. Das finde ich ein total spannender Begriff, objektive Psyche. Weil wir kommen hier in einen Bereich hinein, der eben nicht mehr subjektiv ist, sondern der etwas Objektives beginnt. So, dieses Diagramm, das habe ich hier schon mal gezeichnet. Und mir war es wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu zeichnen, weil ich habe hier ein bisschen Platz nach oben gelassen. Normalerweise war das so eine tafelfüllende Diagramm, weil mir ein Gedanke gekommen ist in der letzten Woche, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Diesen Gedanken hatte ich schon mehrfach, aber erst diese Woche wirklich auch in der Beschäftigung mit dem Thema heute einfach mal so den Mut gehabt, das aufs Papier zu zeichnen. Und das hat dazu geführt, dass ich die Zeichnung einfach nach oben nochmal gespiegelt habe. Und das, ich weiß nicht, ob ich das grafisch heute hinkriege. Ich mache das mal in einer, ich habe ja noch die Farbe Rot, in einer anderen Farbe. Ups, jetzt wird's anspruchsvoll, also grafisch, künstlerisch. So. Oh, das habe ich schon mal besser hingekriegt. Den Nachbarn hier auch noch schön mit. So. Ich habe hier, und wenn ich das Ganze jetzt spiegelbildlich ergänze, wie gesagt, alles, was ich hier male, ist nur eine Landkarte des Verstandes, um sich in dem Dschungel der Erfahrung und Vorstellung zurechtzufinden. Für mich war das selber wichtig, weil ich mich immer wieder mit dem einen Thema konfrontiert gesehen habe, nämlich der Beziehung des Begriffes Selbst zu dem Begriff Gott. Wenn ich jetzt rein intuitiv zeigen sollte, wo ist Gott? Frag mein Kind. Das wird sagen, da. Ja? Die wenigsten werden sagen, da, oder? Ja, die wenigsten. Wenn man sagen würde, wo ist der Teufel? Das ist was anderes. Dann ist die Richtung, ne? Aber wo ist Gott? Da oben. Ne? Ganz weit draußen. Und wenn ich jetzt ganz intuitiv dazu zeigen sollte, wo ist das Selbst? Warte mal, nicht das Selbst, ist ja klar, da hinten.
Man würde eher so zeigen, ja, oder also nicht unbedingt so, aber so. Und diese Polarität in der Begrifflichkeit und ja, also in dem natürlichen Empfinden von außen und innen, von oben und unten, die spiegelt sich ja weiter. So wie, wo ist das Unbewusste? Ne? Das ist im Inneren, das ist eher symbolisiert als unterhalb der Wasseroberfläche. Ne? Die Gralsburg, die ist nicht oben auf dem Berg, wie ich früher mal gedacht habe, sondern die ist unten im See. Die ist ja nicht mal am See, die ist im See. Ne? Das Bardo, das ist nicht dort, wenn ich sterbe, sondern dort, das Totenreich, das Jenseits, die Unterwelt. Als Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist, war er auch für 3 Tage abgetaucht und ist durch die Unterwelt, durch das Totenreich, durch das Jenseits hindurchgegangen. Das ist die Symbolik, die wir hier haben. So, wenn ich auf Gott zeige, dann zeige ich nach oben. Ja? Und wo ist Gott? Gott ist in seiner eigenen Welt. Einige sagen im Himmel, andere sagen in der spirituellen Welt. Ich möchte einfach gerne hier konsistent, ich mag nicht so viele Begriffe einführen, deswegen sage ich, hier steht der eine Geist, hier ist es der, rot, schwarz. Das ist die metaphysische Welt, sagen wir der metaphysische Geist. Begriffe sind hier sehr austauschbar. Es ist diese spirituelle Welt, in der wir Gott vermuten. Das ist die metaphysische Welt. Und wenn wir daran denken, in vielen Religionen treten wir Gott gegenüber, nicht mit unserem Körper oder mit unserem Verstand, sondern mit unserer Seele. Und diese nennen wir nicht mehr, wie hier unten, die materielle Seele, sondern die spirituelle Seele. In der vedischen Spiritualität wird hier vom Jiv-Atma gesprochen, von einer spirituellen Seele, die ein Teil von Gott ist, die jetzt nicht direkt identisch ist mit unserem Ich, dem bewussten Ego, ja, sondern die eine Art, zunächst einmal eine Vorstellung ist von unserer spirituellen Identität, das heißt von unserer direkt mit Gott in Beziehung stehenden Identität. Diese spirituelle Seele, die dann hier, immer noch schwarz, direkt in Beziehung steht von Gott und sozusagen ein Mittler ist zwischen unserer bewussten Identität hier, die ist ein bisschen vernachlässigt herausgekommen. Das hätte ich ein bisschen weiter zeichnen können. Ja? Das ist dieser Bereich. Zwischen den beiden Wasseroberflächen haben wir so ein bisschen Luftraum, in dem wir atmen können. Das ist hier der unbewusste und hier ist der spirituelle Bereich. Und als ich so dieses Diagramm hier aufgezeichnet hatte, dachte ich, das ist, erstens ist es sehr schön symmetrisch. Jetzt könnte man, ja, man sieht hier eine Art Spiegelbildlichkeit. Da habe ich mich dran erinnert, in der Bhagavad Gita heißt es, dass diese materielle Welt ist ein Baum, der steht auf dem Kopf, weil er ist die Spiegelung der spirituellen Wirklichkeit. Dass diese Welt hier in mir genauso spiegelbildlich aufgebaut ist wie die dort oben. Der Psychologe, der jetzt psychologisierend rangehen würde, der sagt, ja, ist ja klar, weil wir das in uns haben und es nicht bewusst ist, dann projizieren wir das in den metaphysischen Raum. Das ist also alles Projektion. Interessant ist, dass Jung selber das selbst als Imago Dei, das ist wohl Latein, ich habe das kleine Latinum, bezeichnet hat. Das heißt, als Ebenbild oder Bild oder Spiegelbild Gottes. Er hat also nicht gesagt, aha, Gott, das ist eine Spiegelung vom Selbst in einer Art metaphysisch projizierte Welt, sondern er sagte, nein, das Selbst, kann Imago Dei sein. Also spiegelt sich Gott ins Selbst oder spiegelt sich das Selbst in Gott? Ich glaube, das ist eine recht müßige Überlegung. Und deswegen dachte ich mir, nachdem ich das alles so gemalt hatte, sollte man das Blatt doch am besten abreißen. Ohne es zu zerreißen. Dazu habe ich mich jetzt zu sehr bemüht. Warte mal, ich muss das Mikro kurz aus der Hand legen. Außerdem könnt ihr mich eh hören, wenn ich so spreche. Versucht dieses Blatt
vielleicht eine gute Idee. Das hätte ich proben müssen. Wenn ich jetzt Federfilm hätte, dann würde ich das an der Stelle so zusammenkleben, dass Gott und selbst diese beiden Punkte direkt zusammenfallen. Ja? Seht ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen? Dann fällt der eine Geist mit dieser spirituellen Wirklichkeit zusammen. Und diese müßige Frage, wer jetzt die Projektion von wem ist, was ist jetzt Wahrheit, was ist Illusion, ne? Ist es das Innere oder das Äußere? An dieser Stelle, die sich der bewussten menschlichen Erfahrung eh entzieht. Wenn wir Gott in unserem Bewusstsein vollständig erfahren könnten oder theologisch vollständig beschreiben könnten, dann wäre es ziemlich uninteressant. Und mit dem Selbst ist es genauso. Und das Selbst bleibt letztlich immer ein großes Mysterium und Geheimnis, je nahe ich ihm auch komme. Und ich denke, in dieser Darstellung fallen diese beiden Punkte sehr schön zusammen. Und also ich selber konnte mich erstmal vorläufig darauf einigen, dass ich in meinem Leben, ich bin ja im Moment hier in der Mitte, ne, die meisten von uns sind dort, also sind alle dort eigentlich, dass der Weg nach innen sehr wichtig ist und auch dieser Bezug nach außen sehr wichtig ist. Denn worum geht es denn dazu? In dem Bezug auf Gott, in dem Bezug auf etwas, was größer ist als wir selbst. Jemand, zu dem alle bewussten Wesen sich beziehen können. In diesem Bezug können wir auch in unserer Extrovertiertheit, das heißt in unserer nach außen oder nach oben Gerichtetheit, unser Ego überwinden. Weil die große Gefahr besteht ja darin, dass wir uns einfach nur immer in diesen Kreisen um unser vermeintliches Selbst, unserer Selbstbezogenheit und um unserer Selbstsucht. Und wir sind alle ein bisschen extrovertiert, das heißt auf das Äußere gerichtet. Insofern ist für uns die Vorstellung eines Gottes im Äußeren, der ja letztlich mit diesem Gott im Inneren identisch ist, zumindest in meiner Konstruktion identisch ist, führt dazu, dass wir auch die Energie, die wir nach außen richten, wir leben, wir arbeiten, wir haben so viel Energie, dass wir diese Energie in den Dienst von etwas Höherem stellen, von jemandem, dass wir nicht nur unsere Energie um uns selber kreisen lassen. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Symbol hier, dass diese beiden Wege, der metaphysisch-spirituelle Weg nach oben und der tiefenpsychologisch-mystische Weg nach innen, dass diese beiden Wege letztlich zum gleichen Ziel führen können. Ja, an dieser Stelle möchte ich, glaube zeitlich habe ich jetzt schon einen ganz guten Teil in Anspruch genommen, auch eine Überleitung wählen. Und zwar haben wir noch einen relativ spontanen und ganz seltenen Gast hier, den ich gerne vorstellen möchte, und zwar ist es Satchinandan Swami. Den Titel des heutigen Themas habe ich nämlich von ihm gestohlen. Er hat vor vielen Jahren mal ein Seminar zum Thema Tod gibt es nicht gegeben. Ich glaube sogar auf Schloss Weißenstein damals, wo wir die Vedenakademie gegründet haben. Satchinandan Swami ist Mönch seit, ich schätze mal, weit über 40 Jahren in einer vedisch-spirituellen Tradition, ein Krishna-Mönch, ein Bhakti-Yoga-Mönch, der selber von seiner Art eine sehr mystische Orientierung hat, sehr viel meditiert, sich sehr viel mit diesen tiefen Themen beschäftigt, trotzdem weltreisend ist und sehr viel Zeit auch in Indien verbringt, auch in der Meditation zu diesen Themen viele Bücher geschrieben hat und weltweit Seminare und Retreats gegeben hat. Und auch gibt. Und deswegen möchte ich ihn sehr gerne bitten, aus seinem eigenen Erfahrungsschatz und aus dieser alten spirituellen vedischen Tradition etwas zu diesem Thema Tod und Sterben beizutragen. Also vielen Dank, dass du heute hier bist, Satchinandan Swami.